Meine Freunde, die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht der Schweden, sie beginnt. Der Kampf um die Hauptstadt. Alles oder nichts. Wenn sie diese Schlacht verlieren, ist das schwedische Reich ein für allemal Geschichte. Und wir beherrschen dann Großteile des Nordens und des Ostens. Schauen wir mal. Interessanterweise starten wir wieder in der Stadt. Da muss ich aber gestehen, habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen ziehen wir die Armee mal nach draußen. Ich habe zwei Generäle, das ist ein bisschen blöd. Aber ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Idee, zwei Generäle in die Armee zu stecken. So, Verstärkung gäbe es natürlich auch nochmal. Muss aber gestehen, die kommen nicht so praktisch. Das ist natürlich auch erstmal wieder der General, klar. Und preußische leichte Infanterie. Leider haben die Kanonen. Das muss ich sagen, das ist nicht so toll. Kanonen sind ein kleiner Downturner. Vor allem, ich habe meine Kanonen ja nicht. Meine Kanonen sind alle nicht anwesend. Aber gut, die schießen erstmal alle in die Berge rein. Das ist dann erstmal noch relativ egal in der Situation. Noch. Das kann sich aber jetzt dann gleich ändern. Weil es sieht so aus, als ob wir relativ schnell hier auch in ein Feuergefecht kommen werden. Scheint so, als ob die Schweden Bock haben. Ja, schießt euch übrigens auch gerne selber ab. Oder? Das sind auch alte Kanonen. Demi-Kanonen, das sind so alte fette Dinger. Was liegt denn da? Scheiße. Ich glaube, denen geht's nicht mehr so gut. Stehen voll im Artilleriefeuer drin. Ihr dürft übrigens gerne mal... Ne, ist der General, ne? Ist der General, ja. Wo ist die Infanterie? Infanterie läuft da entlang. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ja, die Kavallerie wurde abgewehrt. Wie ist denn das so? Schießt jeder, wie er Bock hat? Oder haben wir ja irgendwie organisiertes Schießen? Jeder schießt, wie er Bock hat. Okay. Wenigstens sind sie ehrlich. Dicken Reihen haben natürlich ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Vorteile fallen mir gerade nicht ein. Nachteil ist, dass du wenig Fläche, die du ins Feld schmeißen kannst. Oh, scheiße. Quader. Quader. Oh, der Quader kam nicht zu spät. Wo sind denn die Verstärkungsjungs? Die kommen noch. Brauchen noch ein paar Stunden. War der Quader erfolgreich oder nicht? Sieht erstmal ganz gut aus. Hinterlistige Aktion auf alle Fälle. Ich habe einen Quader, ne? Gut. Wenn die unbedingt auf die Fresse wollen, ich meine, kannst du ja nicht verhindern, ne? Ihr könnt den Quader übrigens, glaube ich, wieder sein lassen. Schnell aufstellen, schnell, weil der kommt gerade wieder eine... Alter, wie viel Kavallerie haben die denn bitte? Aber schön, dass sie trotzdem hier stumpf wieder angreifen, jedes Mal, ne? Aber es funktioniert ganz gut, meine Taktik. Schwedische Infanterie wurde auch hier überall zurückgedrängt.
Verluste sind gut. Bei uns halten sie sich echt in Grenzen. Größtenteils. Unsere Infanterie ist etwas effizienter als die der Schweden. Oh, das ist auch perfekt. Aber, ah, das sind Dragonier. So, die wurden auch schon gut abgearbeitet ein bisschen. Verluste nicht mehr vorhanden. Das ist halt das Ding. Sobald die im Quader sind, haben die enorm gute Stats gegen Kavallerie. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar verloren, aber Verluste auf feindlicher Seite sind halt auch, wie ihr sehen könnt. Ja, schaut euch an. Die werden abgefarmt, das ist... nicht mehr feierlich. Was aber da los ist, keine Ahnung. Das war so nicht geplant. Aua. Dass die Artillerie mir so in die Fresse haut, auch nicht. So, ihr marschiert. Wir gehen jetzt hier mal trotzdem jetzt ein bisschen in Close Combat. Genauso da hinten. Wir versuchen diesmal ein bisschen zu überrumpeln. Wir haben halt eben keine... wir haben jetzt halt eben keine Kavallerie. Das ist halt mein Nachteil die ganze Zeit. Außer man schickt ihn rein. Und ihn rein. Ah, aber da steht noch zu viel rum. Ne, machen wir mal nicht. Milords, ihr haltet euch weiterhin zurück. Da ist der General der feindlichen Horde. Wir gehen in den Nahkampf über, Freunde. Die haben auch schon alle keinen Bock mehr. Das sind übrigens immer noch Dragonier, die jetzt gleich in den Nahkampf müssen. Gegen Infanterie. Ja, kein Spaß. Ich verarsche dich nicht. Dragoner im Nahkampf. Gegen Infanterie. Feindlicher General ist tot. Der hat scheinbar wieder zu tief ins Glas geschaut, dass der uns angegriffen hat. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Wir zwei dahin. Du da hinten hin. Du dahin. Komm, go, go, go. ASAP, bevor ihr alle abgefarmt werdet wie so Bots. Dann greifen wir die nochmal mit von hinten an. Wir müssen das Ganze mal ein bisschen im Close Combat. Sie ist halt schwer auseinanderzuhalten. Beide blau. Da hinten kommt schwedische Verstärkung. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das könnte sonst gleich sehr problematisch werden. Die sind in der Zwischenzeit komplett eingekesselt. Die fliehen. Und sobald die fliehen, ist eben komplett Feierabend. Ja, noch halten sie Stand. Jetzt hat. Das ist die Frage, schicken sie die Kavallerie rein oder nicht? Wichtig ist erstmal für mich, dass wir die Artillerie beseitigen. Hier stelle ich schnell drüben mit hin. Das habe ich erwartet. Flieht, ihr Narren! Sehr schön. Fernkampf. Artillerie hier ist besiegt. Nicht ganz so effizient. Die Kavallerie wehrt sich auch noch mit Haut und Haaren. Okay, die sind fertig. Komm, bitte etwas auflösen beim Kämpfen. So. Die kämpfen da, als ob sie irgendwie in der Schule marschieren würden, ne? Da sterben gerade so viele Leute durch Friendly Fire. Einmal zurückziehen, einmal neu formieren. Marsch, marsch. Oh, da hinten steht auch nochmal Artillerie. Aber ich glaube, da können wir unsere Generäle hinschicken. Wird schon schief gehen. Noch ein feindlicher General ist tot. Das war dann der andere, der noch da war. Die Kavallerie hat sich ein bisschen überschätzt, würde ich mal behaupten. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist ja der Kampf um das Überleben Schwedens. So, sehr gut. Ein bisschen auf die feindlichen Pferdchen schießen.
Der Schöpfung ist natürlich auch groß. So, das war's mit denen. Ja, das macht keiner mit, wenn mit einem Schlag ein Viertel dir, ja, die Hälfte der Truppen mit einem Schlag weg sind. Dann hast du keinen Bock mehr. Dann gehst du. Dann kommst du auch nie wieder. Wo sind meine Generäle? Komm, mach mal hin jetzt. Ihr sollt die Artillerie auslöschen und nicht blöd schauen. Wir schauen uns mal nebenbei hier in Nahansicht an. Wie die Schweden umfallen. 183 beschossen von mehreren Seiten. Machen es aber immer noch relativ gut. Und schießen die? Ja, da ist ein Hügel dazwischen, ne? Stellen wir uns mal ein bisschen näher auf. So. Ihr unterstützt da oben mit. Jetzt, das dürfte jetzt ein bisschen besser mit 171. Da können die noch so viel schießen. Ja, 30, 40, direkt tot, Alter. Jawohl. Man muss nur den Berg und ein bisschen Distanz hinter sich lassen. Und dann, wie ihr sehen könnt, sind die direkt Geschichte. Sehr gut. So, Kavallerie marschiert, alle marschieren, Infanterie marschiert, Kavallerie marschiert. Die schießen übrigens auch gar nicht, die sind verbuggt. Naja. Ist mir recht. War's das? Ist Schweden besiegt? Existiert Schweden nicht mehr? Oh doch, da existieren die Schweden noch. Dann stellen wir uns jetzt hier mal alle schön close auf. Oh, das tut richtig weh. Oh, das tut richtig weh. Aber die haben auch keinen Bock mehr. Sehr schön. Knapper Sieg. Wir haben 1200 von 7400 verloren. Die haben von 3100 2500 verloren. Dann sagen die zu mir knapper Sieg, Alter. So, die sind jetzt aber weg. Die sind jetzt eigentlich weg. Oder nicht? Hä? Was ist das denn? What the fuck ist das denn? Also, ich muss doch die Ukraine marschieren. Okay, da muss ich jetzt gerade gestehen. Die letzte Schlacht, habe ich gesagt. Das ist jetzt halt, ja, das ist halt dumm. Das ist halt dumm. Das ist jetzt nur passiert, weil ich den Bau in dieser Scheißprovinz abgebrochen habe. Naja. Die werden sie überleben. Hoffe ich einfach mal. Dass sie da streiken, wundert mich jetzt allerdings im Gegenzug nicht. Tja. Schwierig. Keine Flotte. Rekrutieren kann ich auch nicht, weil die überall osmanische Schiffe rumgammeln. Schweden hat noch irgendwo nirgendwo eine Provinz, wo ich nur hinkomme. Wo ich nur hinkomme, wenn ich durch die Ukraine gehe. Die haben ja noch nicht mal Straßengebäude.
Gut, die Armee können wir trotzdem natürlich jetzt mal abziehen. Die Armee noch nicht. Die sind eh richtig schlecht gelaunt. 4000 Einkommen. Wow. Bekehrung läuft. Naja, stimmt, müssen wir mal gucken. Wir wissen ja in der Zwischenzeit, es dauert ein bisschen. So, das reparieren wir. Das lassen wir. Das bauen wir aus. Dann, das ist eine normale Uni. Das hat nichts mit religiöser Uni zu tun. Minen, da ist eine religiöse Schule, ne? Jawohl. Das Ding kommt weg. Nicht, dass ich jetzt hier wieder irgendwas übersehe. Aber ich glaube nicht. Aber wirklich sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schöne Provinz, auch nochmal einnahmentechnisch. Also, die wird uns auch nochmal richtig voranpushen. Ja, wir sind aber irgendwie. Irgendwie durch die Ukraine. Die sind. Wie ist die Ukraine mir gegenüber eingestellt? Minor Nation? Nein. Major Nation? Das ist ja eh alles Major Nation irgendwie. Meine Badeschlappen. Auch Major Nation. Wo ist die Ukraine? Das ist die Ukraine. Friendly. Allianz. Militärischen Access. Dass sie das echt angenommen haben. Erfreut mich. Hä? Nee, warte. Doch, Allied. Hä? Ich hab doch. Military Access Indefinite. Has Military Access Indefinite. Warum funktioniert das nicht? Ah, die Krim gibt's auch noch. Digga, könnt ihr euch nicht einfach mal verpissen? Es macht mich richtig aggro langsam. Dieses dumme Rumgegeier. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Drei Schiffe warten jetzt in der Zwischenzeit darauf, dass sie eingesetzt werden dürfen. So, die sind soweit echt happy. Zahlen noch brav ihre Steuern. Und hier haben wir eine neue Stadt. Da werden wir auch wieder einen Magist, oder? Ist eigentlich relativ zufrieden. Ach, scheiß drauf. Krim. Muss ich denn durch die Krim? Das ist die Hauptfrage. Wir schauen jetzt erstmal. Ich kann, glaube ich, auch da lang gehen. Ja, das würde auch gehen. Es dauert ebenfalls Jahrhunderte. Da ist übrigens eine schwedische Armee. Falls es irgendeiner nicht mitbekommen haben sollte von euch ganzen Gartenzwergen. Es läuft eine schwedische Armee durch meinen Hofgarten. Aber warum zur Hölle haben die da unten eine Provinz? Haben die die gehandelt oder haben die die geklaut? Beim Pokern gewonnen? Ich hasse es. Boah, macht mich das wieder aggressiv gerade, ne? Das macht mich gerade richtig aggro. Das sind 3, 6. Das Problem ist hier, wenn ich rausgehe, die fackeln mir halt die Bude ab, Alter. Die hassen mich abgrundtief hier. Rekrutieren mal ein bisschen was. Schwedische Linieninfanterie, ja? Eliteinfanterie. Was rechtfertigt da den höheren Preis? Etwas höhere Nachladegeschwindigkeit. Ups. Höhere Genauigkeit. Schlechtere Defensive. Na komm, dann rekrutieren wir davon auch nochmal welche. Müssen hier scheinbar irgendwie noch die Bumsbude verteidigen, so wie es ausschaut, die nächsten 100 Jahre. Auch wenn es mir überhaupt nicht taugt.
Aber was will ich machen? Dreckigen Wichser, ey. Diese dreckigen Wichser. Oh, Mann, ey. Skopje, Rumelien. Ah. Was baut man hier denn so? Magistrat, sagst du? Okay. So, Fortschritte. 3 Stück, Fire and Advance, Socket Bayonet und Conscription. Echt, oder? Aber wir haben mal ein bisschen in... Auch so ungern ich das auch mache, weil es natürlich wieder meine gesamte Entwicklung und Existenz killen wird. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Es wird die Zufriedenheit wieder so richtig schön runterschaufeln und alle werden mich abgrundtief hassen und ich muss überall mehr Truppen abstellen. Ich könnte kotzen. Nur wegen, vor allem fast so sehr, wie ich kotzen könnte, wegen diesen nervigen Geiern. Die mir den ganzen Tag auf den Sack gehen mit ihrem Plündern. Aber gut, Freunde, an der Stelle würde ich dann tatsächlich ganz dreist sagen, ich bin raus für heute, liebe Leute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Zu einer neuen Folge Empire Total War. Tschüss.